Punktetechnisch. Wie viel haben wir? Ich will einkaufen. Zeig her. Ah, jetzt haben wir es. 368. Na gut, Tony ist der Glückliche. Na, weißt du was? Treffen wir sich einmal mit Tony. Vielleicht kriegt man eine neue Farbe oder irgendwas. Das wäre super. Hör zu, ich habe es nicht auf deine düsteren Tagebuchgeständnisse abgesehen. Dreh nicht durch. Mir doch egal, in wen du verknallt bist. Ich fasse es kaum, dass ich dich das frage, aber lässt du mich vielleicht mal hinter den magischen Schleier linsen? Den magischen Schleier? Ja, ich will keine Kartentricks oder sowas lernen. Ich möchte nur mehr über die Geheimnisse der Magie erfahren. Das unheimliche Zeug. Das unheimliche Zeug? Na, Alter, der will auch was vom Darkhold. Na, Bitstepper, der Nächste. Der Nächste, was schon wieder süchtig nach dem Darkhold ist. Na gut, kann wieder was werden. Ich kann das gar nicht glauben, die Party im Wohnen vorzustellen. Boah, das wär's. Aber ja, gerade für Tony wäre es vielleicht gar nicht nur so schlecht. Lieber klein beginnen. Fangen wir lieber mit etwas Kleinem an. Lies vielleicht mal ein Grimoire. Schau, ob es dir gefällt. Ich verspreche, ich lerne schnell. Halt dich nicht zurück. Wirf mich ins tiefe Wasser. Oh, ich zweifle nicht an deiner Intelligenz. Genau deshalb müssen wir klein anfangen. Dich sofort den dunkelsten Geheimnissen der Magie auszusetzen, könnte Schaden anrichten. Welchen Schaden kann ein bisschen Lesen schon anrichten? Die Lektüre des Grimoires kann potenziell deinen Verstand auslöschen und dich in ein leeres Gefäß verwandeln, reif von nicht-körperlichen Wesen besessen zu werden, die in der Dunkelheit nur darauf lauern, dass ahnungslose Magieforscher das falsche Stück Wissen aufdecken. Nicht die falschen Bücher lesen. Kapiert. Siehst du? Schneller Lerner. Lass mich einfach wissen, wann und wo, und dann können wir beginnen. Es ist schön, dass wir die Art Beziehung haben, wo ich mit solchen Sachen zu dir kommen kann und es keine bösen Blicke gibt. Mit Strange könntest du hierüber nicht sprechen? Er weiß, was er tut. Aber würde ich ihn bitten, mich zu unterrichten, würde es kein Ende nehmen. Der Mann hört sich liebend gern reden. Besonders, wenn er Beschwörungen murmelt. Falls es dir nichts ausmacht, können wir diesen Unterricht für uns behalten? Aber das mit diesem einen Moment. Man könnte ja vielleicht was Unabsichtliches beschwören. Also ich sage jetzt mal eins. Jeder vierte oder fünfte Horrorfilm gibt's immer irgendeinen Trottel. Es gibt immer irgendeinen Trottel, der was irgendwas aus dem scheiß Bierchal vorliest und dann plötzlich kommt gleich irgend so ein Dämon oder Exorzismus oder sonst was. Herr Stavara, Toni, ich will da jetzt danken, unbedingt einen Priester daher rufen und dann den Exorzismus auch noch bei dir durchführen. Also bleib ruhig, Brauner, bleib ruhig. Schau langsam, klein beginnen. Wahnsinn. Keine Sorge, ich werde unser Geheimnis mit ins Grab nehmen. Und darüber hinaus. Das ist die Art Verbindlichkeit, die ich liebe. Ich wusste, ich mag dich nicht ohne Grund. Ich glaube, ich habe die perfekte Lektüre für deine erste Aufgabe. Da steht ein Buch oben in diesem Regal. Occulta Pericula Amet. Mein Latein ist etwas eingerostet. Heißt das gefährliche magische Geheimnisse? Die alten Zauberer waren gern direkt mit ihren Buchtiteln. Wie auch immer. Mach dir Notizen und später unterhalten wir uns. Der Präport aber nicht glauben, dass er mal unter das Höschen vorbeischauen darf, nur weil er uns mag. Fix, der kann scheißen gehen. Der Haverer. Ja, aber er kann scheißen gehen. Den nehme ich an die Leine oder sagt die ganze Zeit so jo, 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 jo. Und dann ist am Schluss eh nix. So geht sie das. Passt sehr gut. Jetzt beiden wir noch Verbesserungen mit Captain Marvel noch Verbesserungen. Na gut. Müssen wir schauen, dass wir dann wirklich ein paar Essenzen und so da rauskriegen. Das wäre super, das wäre sehr praktisch. Hey, sehr, sehr praktisch. Hast du eine Minute zum Reden? Was beschäftigt dich, Robbie? Angst, Nervosität, Zweifel. Du weißt schon, so ein paar gute Gedanken und Gefühle, was mit diesem Team passiert. Warum das? Wanda ist fort. Und alle Anrufe an Banner gehen direkt an die Voicemail. Alle sind deswegen aufgekratzt und das kratzt mich auf. Weißt du? Hm.
Gerade eher, gerade eher. Versuch nicht zu viel zu grübeln, Robbie. Leichter gesagt als getan. Sparky grübelt, als wäre er hauptberuflich Grübler. Oh. Ich kann nicht anders, als zu denken, die Avengers sind so damit beschäftigt, Banner zu erreichen. Hier würde garantiert niemand merken, wenn ich abhaue und zu Hydra gehe. Oder einfach verschwinde. Und ist der deppert oder was? Robbie, das würde jeder merken. Ich auch. Geht einfach mal zu Hydra und wir kämpfen ich gegen ihn. Na gut, boah nicht. Würde ich Tag und Nacht nach dir suchen. Ah ja, du bist eben ziemlich entschlossen. Ich versuche es. Naja, ich suche mal Peter. Vielleicht will er abhängen. Ich muss mich sowieso ablenken. Das ist eine gute Idee. Boah, Alter. Wir sehen uns. Du musst dir einfach mal vorstellen, der wie uns haben dran und er mit seinem scheiß Auto, Alter. Bist du deppert, das wär's. Hey, ich hätte. Auf die nächste Mission soll man mitnehmen. Ja, na sicher. Ich glaube, den haben wir bis jetzt nur einmal mitgehabt bei einer Mission. Also, ja, es könnte vielleicht die Zeit einmal so weit sein, ja. Wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wie wenn wir wirklich mal mitnehmen. Aber dennoch faszinierend. Passt. Neuer Anzug. Richtig und richtig. Bin schon gespannt. Was hast du für mich, Boss? Ey, ich wollte gerade sagen, so, ich krieg da zwei von den Dingern da raus. Und zeigen wir her, was haben wir Schönes? Wie sieht das aus? Wenn wir leimen, dann nochmal wieder was Neues dazukommen könnte. Ey, nehmen wir mal da so einen Haverer und da nehme ich auch noch so einen Haverer. Bin ich ein bisschen unzufrieden damit, aber passt schon. Mach die nächste Mische, gell? Der Uni. Verdoppelt? Ja. Auch schon wieder verwundbar. Fällt mir nicht so ganz. Das ist mega, das ist richtig geil. Ja, dann machen wir gleich Doppeltoni. Ja, na sicher, machen wir Doppeltoni. Wichtig und richtig. So, sonst gibt's eigentlich eh nix. Guten Tag, Hunter. Ich muss mich halt. Bei Captain Marvel, die ein oder andere Verbesserung wäre halt nur nicht schlecht. Ein bisschen aufpassen. So, was braucht die heute jetzt plötzlich? Boah, okay. Let's go. Ein bisschen Karten spielen, wieso nicht? Wieder ein Sieg für Hunter. Verdammt, mit diesen paar Damen hast du mich komplett überrascht. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass du so gut Poker spielst. Ein Grund mehr für Respekt. Ja, Mann, das ich am Oma auf Anfängerglück. Nächstes Mal tun wir wetten und dann fick ich die Alte bis zum Gehen immer. Bis Depp oder gleich Full House und alles. Gleich Straße, alles zusammen. Das ist nur Anfängerglück. Mit deinem nächsten Blatt schlägst du mich sicher. Typisch. Völlig unerwartet, bescheiden und großzügig. Für einen Dämon machst du es einem echt schwer, dich nicht zu mögen. Obwohl du mich beim Poker fertig machst. Oh, was höre ich da, Captain? Freu dich nicht zu früh. Ich habe nicht gesagt, dass ich dich mag. Aber du hast Potenzial. Dann teil nochmal aus. Ich bin all in. Na schau. Ich habe mal die nächste Stufe auch noch erreicht. Oh, Geschenkladenvorrat erhöht. Ja, wäre auch nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Wie schaut's mit dir aus? Ja, da tun wir eh nichts tauschen. Da haben wir eh relativ gute Sachen am Start. Wie schauen wir da aus? Ah, da gibt es auch wieder was zum Anpassen. Ja, da können wir vielleicht eh auch ein quasi vielleicht ein Upgrade machen. Also schaut vielleicht sogar relativ gut aus. Sage ich jetzt mal in dem Fall. Wie schauen wir da aus? In einer anderen Farbe? Das hat was! Die Farbe hat was! Dacht man, klärt die heute viel besser. Zeig her. Wichtig. Statt dieses ganze depperte Zielmarkieren und so, das will ich eh alles weghaben. Das taugt mir viel, viel mehr, viel, viel mehr. Ja, dann nehmen wir einfach den verdoppelten Heldenmut. Das taugt mir. Präzision, eh, das lassen wir dann im Endeffekt. Nur die andere Karte hätte ich gern gehabt, wo er dann einfach so mehrere verschießen kann. Das fand ich cool. Die Karte hätte ich gern wieder gehabt. Die hätte er nur ganz am Anfang gehabt. Stört mich schon.
Ja, Digga, wenn es sein muss. Muss jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt sein, aber na gut. Wie schauen wir mit dir aus? Kann ich da vielleicht irgendwas kaufen? Irgendein Farb oder irgendwas? Irgendwann müssen wir mit der auch irgendwie. Ja, ein 50er, na sicher. Sehr gut, hat wenigstens gleich Sonnenbrillen während des Kampfes. Der Bombe, Leiwand. Wenn der irgendeiner in die Pappen hat, ist es umso geiler. Wahnsinn. Flickle die Brühen 20 Kilometer. Passt, gut zu wissen. Na gut, wie schauen wir mit dir aus? Ach, helfen? Ah, da mache ich natürlich gleich mal ein Kompliment auch noch. Ist sicher. Du hast offenbar sehr viele Leben in sehr kurzer Zeit gelebt. Du bist selbst ziemlich toll, Hunter. Na, jetzt zeigen wir hier. Was brauchst du? Hey, ich hätte da eine Bitte. Boah, Gesundheit? Na, der hat eh jetzt schon so wenig Gesundheit. Lieber den Schlüssel. Danke, Hunter. Dann nehme ich lieber 20 Mal den Schlüssel, als wie, dass die noch weniger Gesundheit hat als wie vorher. Na, schön, mal in die frische Luft zu kommen. Kaum Geister oder Spinnweben hier. Starte endlos Kampfmission vom Hof, um EP zu erhalten und im Kampf gegen Gegner im Limbo Heldenfähigkeiten zu trainieren. Okay, als nächstes werden wir vielleicht einmal wieder ein paar Credits machen. Plus 10 Stärke. Ja, dann nehme ich gleich Magic. Ja, genau. Dass die wieder Vollgas geben kann mit ihren Fähigkeiten. Bistepper, die kann. Die kann es aber schön. Die kann es aber schön, die Alte. Gefällt mir. Ja, super, mehr Essenzen. Genau, bitte. Ja, ich muss schauen, dass ich vielleicht eher Essenz vielleicht. Als wie irgendwas anderes, das ich mir da kümmere. Besser lieber mehr Essenzen. Aber hast warten wir mal ab. Eine Minute, Hunter. Ich will mit dir reden. Er wollte immer alle mit mir reden. Was ist jetzt schon wieder los? Alles gut bei der Analyse der Gamma-Kugel. Ja, der Havara mötzt sie ja schon wieder nicht. Aber bei mir nicht. Ach. Ich war so kurz davor, Faustus dazu zu bringen, sein Herz auszuschütten. Und dann, puff, verwandelt Crossbones ihn mit seiner magischen Kugel in Asche. Okay, wir haben auch so schon genug Mühe, mit Hydra mitzuhalten. Wir hätten diese Infos brauchen können. Ich glaube schon, dass er kritet. Wir werden trotzdem siegen, sicher. Wir gewinnen auch ohne die Hydra-Geheimnisse, die Faustus in seinem Kopf hatte. Wir haben ja jetzt auch keine andere Wahl mehr, oder? Johann, gell? Gott. Johann. Ich hätte dieses Schwein so gerne verhört. Ich hatte so lange darauf gewartet, mal mit ihm allein zu sein, um ihm den Schädel einzuschlagen. Apropos Hydra-Schädel einschlagen. Caretaker wartet bestimmt an der Tafel mit einer neuen Mission auf dich. Sag Bescheid, wenn ich dir bei ihrem Auftrag helfen soll. Würde mir gut tun, ein paar Dämonen zu verprügeln. Ein bisschen die aufgestaute Aggression rauslassen, die ich für Faustus aufgespart hatte. Ich gebe dir Bescheid, Captain. Carol. Nenn mich Carol. Plötzlich. Na gut, schauen wir mal. Höllenhund. Okay, passt. Sehr gut. Oh, das ist aber ein cooles Bild. Bistepper, das taugt mir irgendwie. So, wir haben... Geht sie sogar noch aus? Wir nehmen mal wieder Strange. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, genau. Der Bray hat eh Zeit. Komm, mach einmal was. Gibt's ja nicht. Macht's uns den nix, der Hundling. Ah, da warte ich dann lieber. Bis der mit seiner Mission noch fertig ist. Na gut, wir schauen mal aus. Okay, Handlungsmission. Mit Nico wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wo ist... Okay, das sind wieder Credits. Ja, dann kann ich ja eigentlich quasi nur das mit Nico nehmen. Kann ich leider nur mit Nico. Wie der scheiß Hund brüllt. Sicher nehmen wir wieder Tony. Na sicher. Alter, ich kann die Tante überhaupt nicht ernst nehmen mit der Hurensohn. Brüll's einfach nicht ab, aber Digga. Na, ich bin gespannt. Jetzt, wo wir wieder so ein bisschen mit der Story wieder ein bisschen weiter fortgeschrittener sind. Könnte schwer jetzt ein bisschen schwer werden. In dem Fall. Aber ich bin gespannt. Aber wir sind wieder mit Nick unterwegs. Wir müssen aufpassen. Wird wieder gefährlich mit Nico. Die hat wieder nur 100 Leben. Oder hat's vielleicht hat sie es sogar schon mehr. Wenn wir diesen Agenten schnappen, erfahren wir
wir vielleicht mehr über Hydras Pläne. Es wäre halt nicht super, wenn ich mir das jetzt auch so schon kennt hat. wie viel Leben sie jetzt mitgenommen hat. So, kraftvoll, gerade so 31er ist definitiv mal nicht schlecht. Ja, mal plus 2 ist einmal immer gut. Das war ein Konterer. Gefällt mir. Das wird eine große Hilfe sein. Würde ich aber eher nehmen. Geht's genau ums Ohrschlecken nicht aus? Geht's ja ums Ohrschlecken nicht aus? Soll ich scheißen gehen? Ja, soll eher. Ich muss sowieso schauen, dass er gefickt ist. Also, in dem Fall sie. Passt. Ja, dann machen wir es so. Der Große ist sowieso ein scheiß Motherfucker. Der fickt uns eh. Da muss man ja ein bisschen aufpassen. 31er wieder. Aber lieber den hier. Scheiß drauf. Ist mir lieber so, als wie andersrum. Ja, den kann ich sowieso auch so mal machen. Na, ja, wenigstens haben wir jetzt. Warte. Machen wir lieber den hier. Da geht sicher keiner mehr. Na, nie und nimmer. Mach ich lieber den hier. Ja, dann nehme ich gerne den Manöver auch so. Definitiv. Würde mir aber interessieren. Geht auch so, das gefällt mir. Kann ich das auch. Na, bei ihm kann ich das sicher nicht machen. Das ist praktisch. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, oder heben wir es sich so auf? Ja, heben wir sich den Heldenmut auf. Ja, wäre nicht schlecht. 34 Haverer. Jetzt mal ruhig, du bist ja kein Hilde Haverer. Wie viel hältst du bitte noch aus? Es ist ja gleich mal ein Jahrhunderter gewesen. Bist du deppert? Aviteri. Mich würde es nicht wundern, wenn er gleich K.O. gehen würde. Na, nicht einmal ansatzweise. Scheiß, die waren da. Schauen wir mal, wie es jetzt abgeht. Das habe ich mir gedacht. Ja, so eine Panzerung. Nicht schlecht. Steppert gleich so ein Vierer. Mir wäre ehrlich gesagt hauptsächlich wichtiger, dass der Schüdelhaverer ein bisschen mehr geht. Das wäre mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen wichtiger. Alles andere kann man sowieso auch noch im Nachhinein auch noch machen. Wir können auch zum Beispiel Hunter daher auch schicken. Wir würden wenigstens auch vielleicht ein paar mehr gehen oder vielleicht ein bisschen mehr. Da ist wenigstens dann einer mehr. Und geht sogar gleich mal wenigstens auf Nico los. Passt. Falscher Winkel. Ja, dann mach lieber die Fleischpeitschen. Ja. Geht zwar vielleicht eine Karte damit verloren, aber ja, ist in Ordnung. Frage ist jetzt nur, welche Karte. Ich hoffe, dass ich nur eine Runde Zeit habe. Passt. Ja, gerade auch mit dem Heldenmut. Bisschen Arsch, aber was soll's. Boah, kein Thema, mein Freund, kein Thema. Wirklich mal in die Fresse. 34 schmeckt. Ja, da ist wieder so ein bisschen. Oder geht noch was? Nee, 17 nur, was ist da los? Okay, bei Nico. Ja, hat wieder Krieg, Alter. Ja, okay, einmal 34, okay, die kriegt er mal wenigstens einmal gescheit in die Fresse. Und Gott sei Dank bei Iron Man haben wir einen Schutz gegeben.
Und wenn der keinen Schutz gehabt hätte. Ganz gefährlich. Du entkommst mir nicht. Ich glaube, das wäre sowieso dann schon die letzte Runde. Du entkommst mir nicht, mein Freund. Jetzt, wo wir das jetzt gemanagt haben. Jetzt, wo wir das gemanagt haben, du entkommst mir da safe nicht. Jetzt zwar lieber gerne eine Aktion noch zusätzlich freigeschalten. Den kann ich auch mal böse reinschauen, dann schauen wir schon. Schau. Das ist was sowieso klar. Nicht. Oha. Okay, ja. Achso, wir vorher. Oh, shit. Aha. Keine Gnade ist gut gesagt. Tiki. Machen wir mal eins nach anderen. Ja. Das kann jetzt definitiv lustig werden. Ja, machen wir den Haverer, der ist ja ein bisschen ein stärkerer. Digi. Ja, schön Levelaufstieg. Gefällt mir. Das ist einmal wichtig. Das ist bitter, wieder bei so vielen Gegnern. Also Iron Man wird einmal definitiv Meier gehen in der Runde, das kann ich jetzt schon sagen. Der wird uns definitiv hops gehen. Bei Nico, Nico aber auch. Ah, gefährlich. Könnte nicht einmal sagen, okay, passt, wenigstens eine weniger an einer Null. Aber wir könnten ein Manöver starten. Wir könnten wenigstens ein Manöver starten, so dass einmal relativ. Na, da wäre der Winkel dann Arsch. Ja, der Winkel ist dann Arsch. Mach ich lieber den hier. Scheiß drauf. Wegen dem einen Manöver, außer. Passt. Ja, soll Nico geheilt werden. Jo, das soll sicherheitshalber geheilt werden. Oder auch nicht. Das ist gut. Das ist ein guter Winkel. Das ist ein guter Winkel. Es gab eine Zeit, in der Lilith höchste Ansprüche an ihre Schergen stellte. Diese Zeit ist eindeutig vorbei. Na, nachziehen bringt nun mal gar nichts. Jetzt wird's noch gefährlich ein bisschen. Ja, geht noch. Eine Runde kann er sicher noch aushalten. Okay, ja, jetzt Nico ist am Arsch. Das war klar. Unser Freund liegt am Boden. Eine gezielte Anstrengung. Erstmal eine Heilung. Das Licht bei Helmutdinger. Definitiv nicht schlecht. Sieht mir hier rausgekommen auf gescheit. Ja. Wollen wir das lieber gleich machen oder lassen wir es? Nee, dann machen wir es lieber gleich, das was ich vorhab, blieb. Scheiße. Ja, dann ist aber auch schon wurscht, der Boy ist aber auch nicht retten. Sind wir nicht? Ja, eigentlich schon. Wie zurückwerfen. Ja, geht auch wieder nicht hops. Der Haverer. Könnte ich aber wenigstens einen Heldenmut kann ich dafür verschwenden. Weißt was? Nur damit ich mal weiß. Na, dann müssen es noch ein paar weniger werden. Höchste Zeit, mich hier wirklich reinzuknien. Muss zwar noch zusätzlich. Ja.
Da würden wir wenigstens einen weniger haben. Na, ihr zwei. Ihr zwei. Mhm. Zahlt sich wieder aus. Zahlt sich wieder sehr, sehr gut aus. Bibi fein. Zwei weniger, die wir sonst vernichten könnten. Gefällt mir, gefällt mir. Toni, könntest du noch das ein oder andere Manöver da starten? Da war ja was. Ah, plötzlich geht's. Ja, damit der endlich da jetzt mal näher geht, das gibt's ja nicht. Das ist ein Wahnsinn da. So scheißen gehen der Wichser jetzt endlich. Passt. Ja, oh ja. Wichtig und richtig. Passt. Next. Nächste Runde. Ja, Gott sei Dank, aber der hat eh wieder volles Leben. Der kriegt jetzt eh einmal Cold Warm. Oh, kannst froh sein, dass da kein Konter vielleicht dazukommt. Oder da? Ja, Konter, Baby! Yes! Ja, next! Ja, es muss weitergegangen. Okay, ja, das ist dann. Den Haverer kannst du vergessen. Oh, doch nicht. Schmeckt. Irgendwann ist einfach zu viel. Oh, doch nicht. Oh, okay, da hätte ich mir Dach gehabt. Das wäre schon wieder fast dezent zu viel gewesen. Okay, der hätte mir wieder so ein Selbstmörder. Na, schauen wir mal, was wir für Karten gekriegt. Schauen wir mal hin. Sie scheinen uns nicht gewachsen zu sein. Machen wir mal auf entspannt, da ist er wenigstens aus dem Radius draußen. Genau. Das soll sie machen. Genau. Schauen wir mal, was Gutes kriegt. Gibt denn, hm? Schauen wir mal. Nehme ich gern. Geht sie genau? Nein, das ist super. Die 14er werden sie aber auch nicht ausgehen. Na super. Ja, dann geht wenigstens Ehrmeier. Dann geht wenigstens Ehrmeier, weil dann gibt es wenigstens vielleicht doch noch den ein oder anderen Konter mehr. War's, tschüss. Sehr gut. Geht's aber glaube ich trotzdem nicht aus. Dafür könnte ich eher, aber. Ja, einer weniger, der was angreifen kann. Passt! Passt! Ist in Ordnung! Ist in Ordnung! Dadurch, dass wir noch ein Manöver haben. Das nutze ich jetzt jedes Mal aus. Wenn das Toni jedes Mal machen kann, nutze ich das auch jedes Mal aus. Und wieder was zum Verhören, na gut! Da, ne? Ja, da kannst du froh sein. Gute Panzerung und alles drum und dran. Gefällt mir, gefällt mir. Ja? Schauen wir mal, was da auskommt. Ich kann sich irgendwie nicht ernst nehmen, wenn sie immer so reinschaut. Digga. Geil. Der ist mal gefickt. Sehr gut. Gefällt mir. Ich muss sagen, dieses ganze Heim wieder zurück ziemlich abgestanden. Nächster Haverer. Really? Na gut. Ich glaube, da muss noch einer eine Runde noch durchhalten. Noch mehr Karten, sehr gut. Ja, da muss leider noch einer durchhalten. Obwohl, wenn ich den hier mache. Ich muss doch ein bisschen durchhalten. Eine Runde länger. Eine Runde länger mit ihm. Schade. Schade, schade, schade. Ja, da hat er jetzt kassiert. Aber am Anfang habe ich mir gedacht gehabt, wie so viele Gegner da waren, habe ich mir gedacht gehabt, so, das wird nichts. Aber es lief richtig gut. Lief richtig gut. Wir haben aber auch Glück gehabt mit der einen oder anderen Karte und mit ein bisschen Bastlerei. Da haben wir definitiv Glück gehabt. Oh, Morbius im Hintergrund. Schau dir das an. Geil, geil.
Boah, Credits sind saftige 168. Schmiegt. Schmiegt. Essenzen wären halt nur sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr gut. Könnte man sehr, sehr gebrauchen, sagen wir es mal so. Essenzen wären sehr, sehr praktisch, wenn wir da nur mehr kriegen würden. Boah, was will der jetzt schon wieder? Ich will mich nicht mit der treffen. Na, kein Bock. Anscheinend die bessere Version von Höllenschlund und anscheinend auch die bessere Version von Sichel.